Welcome back, meine Freunde, zu einem weiteren arschkalten Vlog aus Hamburg. Ich bin jetzt gerade schon seit ein paar Stunden wach. Wie ihr gesehen habt, war beim Friseur. Man sieht ein bisschen, was? Jetzt kommt gleich wieder Manuel und dann sagt man sieht gar nichts, fuck you. Nee, tatsächlich lasse ich auch nicht viel schneiden. Ich lasse nur Seiten minimal spitzen, damit das ein bisschen gut aussieht, Konturen und das war's. Deshalb, ich lasse auch nicht viel schneiden, deshalb sieht man nicht immer viel. Es geht heute nach Österreich, Linz. Ich habe gehört in den Nachrichten, dass viele Flüge gestrichen wurden. Ich weiß nicht, ob man es wahrnimmt auf der Kamera. Da hinten sieht man das. Es ist super, super neblig. Seit ungefähr 3 Tagen schon. Ich war auch abends gegen 12 Uhr unterwegs und es war, ey, man hat echt 10 Meter voraussehen können. Das war es dann auch. Hab gehört, wie gesagt, viele Flüge wurden gestrichen. Ich hoffe, unserer nicht. Denn der fliegt ja, unser Flieger geht sowieso erst mittags. Das bedeutet, wir haben mehr oder weniger alle Zeit der Welt, dass sich der Nebel da ein bisschen, der Nebel ein bisschen verschwindet. Wie ist der Plan? Gefrühstückt habe ich. Wir haben es jetzt 10 Uhr. Ich muss jetzt zu meinem Vater fahren. Dann holen wir Oscar ab. Dann fahre ich uns quasi zum Flughafen. Mein Vater nimmt wieder den Wagen mit, weil er den Wagen braucht über die Woche, in der ich weg bin. Bin, wie gesagt, bis Samstag in Österreich mit Oscar und Arne. Arne kommt am Donnerstag nach. Und ja, das ist erstmal so der aktuelle Stand. Ich fühle mich gut, ich bin gesund. Ich denke, das ist eine gute Voraussetzung. Bei uns ist es arschkalt. Ich habe wirklich nur die Weste hier, eine Jacke und eine zweite Jacke noch da mit dabei. Ich hoffe, es reicht in Österreich. Es wird nicht so arschkalt, dass wir nicht so viel draußen rumlaufen, obwohl wir doch ein bisschen Sightseeing machen wollen und auch mal von Österreich was sehen möchten. Warten wir es ab. Ansonsten, ja, ziehe ich mir 5 Pullovers. Ich habe noch nicht mal einen Pullover. Ich habe 2 Pullover. 2 Jacken mit. Ziehe mir 5 T-Shirts und 2 Jacken über und dann wird es schon passen. Ich freue mich enorm, endlich diese Muschi wiederzusehen. Und es wird bestimmt eine geile Zeit mit neuen Leuten. Mal schauen, was uns erwartet, nicht? So, was geht ab, meine Freunde? Wir haben jetzt den Oscar abgeholt. Alles klar. Wir sind jetzt im Flughafen angekommen. Mein Vater hat mich abgesetzt, uns abgesetzt und wir können direkt in Check-in, weil wir uns schon eingecheckt haben. Wo müssen wir überhaupt hin? Welches Gate? Haben wir gar nicht geguckt, ne? Also steht aber auf dem ich Ticket. Ich glaube, hier sind alle. Ja, Gate ABCD, ne, wird schon passen. Wir können wieder so hin und her schalten zwischen den Channels, weil ich filme auch kurz. Ja, du filmst erst in Österreich. Dann zu Hause. Gleich, wenn wir sitzen, vielleicht noch ein bisschen. Hast du zu Hause gefilmt? Ja. Ja? Okay. Intro. Du nicht? Doch. Wir haben schon die ganze Zeit, schon beim Friseur, beim Essen. Lang genug. Attacke ist sexy. Los geht's. Öffentliche Lichtleisten leuchten im Notfall auf und weisen Ihnen den Weg zum nächstgelegenen Ausgang. Persönliches Handgepäck lassen Sie in jedem Fall in der Maschine zurück. Aufblasbare Rutschen an den Türen. Aufblasbare Puppen an den Türen. Passagiere, die an einem Tragflächen Notausgang sitzen, müssen diesen im Notfall öffnen. Ich weiß nicht, ob man uns hört. Clean. Ja, ich würde auch gerade sagen, Clean. Oscar sagt auch schon. Clean Eating Lifestyle. Tomatensaft, Tee, Chips und Kekse. Was ist das? Sexy. Live dabei. YouTube Lifestyle. Wir haben extrem geiles Wetter hier. Oberheftig. Beide labern genau das gleiche. Sexy. Die Sonne scheint, wir haben hier nice. Ja, 14 Grad, blauer Himmel. Übel. Jetzt geht's Richtung Airport. Und ich hoffe, Mr. Bearcock steht da irgendwo. Denn wir haben ja natürlich kein wirkliches Internet. Beziehungsweise haben wir gerade mit Oscar mal ausgerechnet,
23 Cent den Megabyte. Easy. Also für 1 Gigabyte zahlen wir dann umgerechnet 230 Euro. Wenn wir gute Mathematiker sind. Ha, oh, Muschi. Ja, sexy. Jetzt empfängst du uns mal. Ja, alle drehen. Junge. Bro. Jetzt kann man dich mal besuchen. Ja. Ich komme in Österreich, Jungs. Dann danke für die Einladung. Ja, kein Problem. So, wir sind live dabei. Alle drei, wo sind deine Cams? Hier sind wir. Wenn wir reicht. Ich hoffe, du hast jetzt 3 Euro für die Minute gezahlt. 6. Wie das bei uns ist, kommen wir natürlich in Salzburg an. Das geht's. Und sind direkt im Designer Outlet Store. Ich war ja dieses Jahr schon, glaube ich, mal in sechs verschiedenen in Deutschland. Direkt Geld ausgeben. Das sieht hier bei denen ziemlich sexy aus. Hugo Boss. Information. Und erstmal wollen wir was essen. Ja. Nicht nur Nike. Ich kann nicht nachdenken, wenn ich nichts gegessen habe. So, meine Freunde, wir sind jetzt doch in Hamburg wieder gelandet. Wir sind in New Saigon. Ich habe Nummer 32. Oscar. Das ist gebraten. Nummer 90 mit gebacken. Du dachtest, das ist dieses echt Nummer 90, ne? Aber es ist gut. Ja, ist gebacken. Schmeckt. Ich habe Drama Rice, wie immer. Ich habe mein Rice ans Fassen. Ich habe extrem viel Reis bekommen. Also, eine kleine Spitze. Und ein bisschen Ketchup dazu. Ohne Zuckerzusatz. Sexy. Oh Mann, Alter. Scheiße. Ja. Jungs, Standardaufnahme, wie immer. Und guten Appetit, ne? Die kleine Muschi, du. Oh, sexy. Was soll das? Das gehört dazu. Du bist gesichert, Junge. Sexy. Warte. Digga, schau dir das mal an. Das sieht so scheiße aus. Mit der Hose bist du automatisch ein Verbrecher. Digga. Jack's Lifestyle. Wir sind Salzburg Kultur reinziehen. Ja. Mit Questbar. Und ein paar sexy Pferden. Das ist ziemlich idyllisch hier. Schaut mal. Was ist das, Manuel? Erklär's uns. Das ist fucking Salzburg. Das ist jetzt fucking Salzburg. Ist nicht. Oskar hat vorher gemeint, hier riecht's nach Salz. Nee, er hat gesagt, hier ist eine salzige Luft. Salzige Luft. Ja. Aber jetzt, wo du fragst, ich glaube, das ist der Schieferturm von Pisa, oder? Nee, er meint das noch ernst. So wie ich das gerne. Der schiefe Kopf steht in Salzburg. Komm, Oskar, lass mal schauen, ob du fliegen kannst. Du musst nur das fest dran glauben. Der Palast von Salzburg. Cockpalast. Ja, Küche. Ich bin sehr, sehr idyllisch hier. Sexy. Classic Lifestyle. Achtet bitte mal auf Tapias Haarschnitt. Er war beim Friseur heute. Heute zweimal so. Gestern Abend und heute. Alter, diese Waffenfirma hat einen ganzen Laden. Klar. Hey, kennt ihr die? Ja, klar. Nein. Echt? Einfach eine Waffenfirma hat einen ganzen Laden. Also, habt ihr hier auch Waffeln? Filming. Tatsächlich haben wir gerade einen Questbar verdrückt, Manuel und ich. Und wir sind jetzt bei Burgerista. Es gibt einen Burger. Ja. Fiesten. Ja, ich habe in meinem Bald wieder gesagt, ich will mich überwiegend natürlich ernähren und kein Weizen. Ja, aber was willst du machen? Hier hast du keine Chance. Ja. Hier gibt's keine Äpfel und Bananen. Nee, hier gibt's keine Äpfel und Bananen. Ich muss den Scheiß essen. Gibt's Burger. Nee, bei so auf Trips ist immer Ausnahme. Grundlos. Oskar hat sich natürlich den Grissen geholt. Das Bacon. Wir sind bei Mr. Manuel Berkel. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen mit Mr. Oskar. Herzlich willkommen auch von mir. In Österreich. Wir sind gut angekommen. Wir sind, glaube ich, verspätet gefahren wegen Stau. Feierabendverkehr. Auch in Österreich arbeiten die Leute. Wir nicht, denn wir sind Fitness-YouTuber. Und auf jeden Fall, wie ist unser Plan? Ja, Feasting. Nee, jetzt gehen wir mal trainieren, glaube ich. Ja, wir haben es Viertel nach. Ein bisschen schön. Ja, Oskar ist heute schon den ganzen Tag müde. Ja, der will immer nur essen und das macht mich so müde. Ich habe auch jetzt Appetit. Ich überlege, ob ich jetzt esse oder trainieren gehe.
Nee, ich glaube jetzt Training. Ja, 50 Gramm Reis packst du noch. 50 Gramm Reis packe ich noch, ein paar Bananen hat er nicht, scheiße. 7 Datteln. Ja, auf jeden Fall geht es jetzt zum Training und dann schauen wir uns gleich mal das Gym an. Ich habe keine Ahnung, wie es ausschaut. Schaut es gut aus? Nein. Was stehen keine aus deinen Videos? Achso, ich muss sagen ja, weil jetzt bin ich gesponsert. Ja. Also, kommen wir überhaupt da rein? Ja, ich hoffe. Ja, ich glaube. Wenn nicht, müsst ihr einen Zehner zahlen. Großartig. Ja, aber ich habe... Wird schon schief gehen. Mit Gerstengras trinkst du, ist alles wieder safe. Ja, also mit Gerstengras geht das. Ja, Leute, heute ist ultra dirty biking. Ihr wisst, ihr seid es eigentlich nicht gewohnt von mir, aber hardcore. Ihr seid es nicht gewohnt von ihm. Aber von mir. Ja, aber von ihm hier, ja. Pizza esse ich echt. Wann habe ich das letzte Mal Pizza gegessen? Habe ich jemand vor der Kamera Pizza gegessen? Ich glaube, nein. Pizza habe ich echt. Ich habe auch keine Pizza mehr. Du bist so ein Schnacker. Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt hier in Sexy American Dream Pizza House, Pizza Mann oder wie der heißt. Fungi, Champignons und extra Mais. Ohne wirklich Protein, fällt mir gerade auf. Aber ich habe Protein. Ich esse das Protein von ihm weg. Nein, das ist Mais. Sexy, ja, das ist der Tag. Ich weiß, das schließen wir heute ab damit. Ja, wir kuscheln noch etwas auf der Couch, aber sonst passiert nichts. Ich glaube, es passiert echt nichts mehr. Double Penetration. Ja, wir sind doch nicht ins Gym gegangen, weil dieser Junge hier, er möchte seinen Rhythmus wieder reinbekommen und möchte gerne um 10 aufstehen, frühstücken und dann um 14 Uhr zum Sport. Das geht nicht mit einem Booster nehmen am Abend. Nein, auf jeden Fall, hoffe ich, euch hat dieser Noon Fitness Day gefallen. Wir sind gut angekommen. Cheat Day. Ja, Cheat Day. Echt. Ich nenne das einfach Cheat Day. Hat euch dieser Cheat Day gefallen? Cheat aus. Und morgen geht es auf jeden Fall in den Gym. Ich hoffe, ich kriege das Video relativ schnell fertig gecuttet. Ich setze mich jetzt gleich schon ran. Und vielleicht geht es dann morgen früh oder morgen Abend online. Yeah. Bis bald, meine Freunde. See you.